Es gibt verschiedene Themenebenen, die man sich vornehmen kann, wenn man den historischen Demonstrationsweg läuft. Also ein Thema wäre Sehen und Beobachten, was 1989 eine große Rolle gespielt hat und heute eine große Rolle spielt, vielleicht eine größere als damals sogar. Ein anderes Thema ist Masse und Macht, also die Bedeutung von Demonstrationen und die Bedeutung des Satzes »Wir sind das Volk«. Ein drittes Thema wäre das Thema Frieden, also friedliche Revolution an der runden Ecke direkt, denn da ist damals die friedliche Revolution friedlich geblieben. Und es ist eben die Frage, wie heute mit Demonstrationen umgegangen wird und dann vielleicht das neue Rathaus, wo es uns um das Thema Wahlfälschung, freie Wahl geht, Voten oder Wählen, also auch das spielt heute eine ganz große Rolle, hat sich sehr diversifiziert. Ja, das Projekt hieß ja Glücksraum und war zu sehen am Ringgebäude südlich des Augustusplatzes in Leipzig. Bekannt eigentlich durch das Ringcafé, was da seit der Erbauung in den 50er Jahren ein wichtiger Punkt war, wo sich die Menschen getroffen haben zum Tanztee und sich vergnügen konnten. Und wir haben versucht, die Mieter zu überzeugen, eine Installation in ihre privaten Wohnräume zu lassen, es zu gestatten, dass wir dort etwas aufstellen. Die Grundthematik war, zu durchleuchten, zu beleuchten, Privatsphäre zu brechen, und das nach außen zu transportieren mit einem blendenden Licht in den Fenstern. Im Gegensatz zu anderen Installationen haben wir das Licht von innen nach außen gebracht, haben die Leute auf dem Ring ins Licht gestellt, geblendet, beleuchtet, durchleuchtet. Das war die Grundthematik. Wir haben den Bogen gespannt von klassischer Musik zur Moderne. Es gab auch energetische Sachen, die etwas rockiger waren. Und uns war halt sehr wichtig, dass, was uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist, zumindest in einem Teil, dass junge klassische Musiker mit gewissermaßen ihren Idolen wieder auf der Bühne standen und gemeinsam eben eine Performance gemacht haben. Ich bin eigentlich bei der Recherche auf so viel Zahlenmaterial gestoßen, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Zahlenmaterial gerne verarbeiten, weil es da natürlich auch immer darum ging, was kostet etwas oder wer gewinnt, was hat sich verbessert. Und diese ganzen Zahlen aber ja in der Regel kaum was aussagen, wie geht es mir dabei oder sozusagen, die bilden kaum sozusagen ein persönliches Schicksal ab. Und ich habe einen Weg gesucht, einfach dieses Zahlenmaterial zu verarbeiten und auch ein Stück weit ja, versucht es so darzustellen, dass man am Ende merkt, wie sinnlos es eigentlich ist, einen Versuch, wie eine Wiedervereinigung in Zahlen messen zu wollen. Der große Übertitel ist Pax 2014 und der Untertitel für das Stück, was wir gesehen haben, ist Blühende Landschaft. Also schon ganz bewusst auch ein kleines Augenzwinkern, Blühende Landschaft hin. Wir erinnern uns an Helmut Kohl. Für mich aber war klar, die Blühende Landschaft ist auch noch was anderes. Die Blühende Landschaft ist Leipzig mit den Menschen darin. Und umso mehr natürlich auch eine Erzählung, wo wir nach der Wende, wie wir in die Zukunft hineinschauen. Die Musik ist von Udo Zimmermann und Johann Sebastian Bach, also ein zeitgenössischer Komponist. Udo Zimmermann, der viele Jahre in Leipzig am Opernhaus Intendant war, und Johann Sebastian Bach aus der musikalischen Kulturtradition Leipzigs heraus. Also zwei Komponisten, die durchaus Hand in Hand gehen. Ich habe Interviews geführt, ungefähr mit 20 Personen, oder nicht richtige Interviews, sondern Gespräche. Es waren richtige Gespräche. Und aus diesen Gesprächen habe ich Fragmente rausgesucht, Sätze, die ich auf diese Fassade projiziert habe.
Ich glaube, die Reaktion, wenn man da so im Moment, wie ich das jetzt auch heute, so weil die Leute mich ja auch nicht kennen, und ist auch gut so, einfach so dran vorbeigehen oder im Moment da verweilen, Kommentare abgeben, da geht es von einem Bassin, Aquarium hin zu Stunde Null, eine Eisbahn ohne Eis, also es ist ganz viele Assoziationen. Eigentlich ist es ein Raum, der erstmal frei ist von Zuweisung, frei ist von Intention und deswegen kann er alles beherbergen. Er kann unsere Gedanken aufnehmen, unsere Sorgen, unsere Wünsche, unsere Ideen, unsere Projektionen. Für mich eigentlich eine ideale Situation. Ich hätte vorhin fast gedacht, so etwas wie dreidimensionales Papier. So ein weißes Blatt, auf das man selber schreiben kann. Also diesmal sind wir beteiligt und haben unsere Werke abgegeben, sie werden platziert, sie sind bearbeitet worden und wir sind jetzt sozusagen mit dem Resultat konfrontiert und haben es noch nicht zu Ende in Augenschein nehmen können. Aber es ist ganz merkwürdig, wenn ich die O-Töne, die ich ja nun auch schon x-mal gehört habe, auch in Filmen verwendet habe, wenn die mir plötzlich dann auf einmal hinter einer Ecke entgegenschallen, das ist dann schon seltsam. Ne? Das, also besonders die Rede vom Lessig, das war ja eine Woche nach dem 9. Oktober, glaube ich, als das erste Mal jemand eine Art Forderung formuliert hat. Ne? Oder das hier, diese beklemmende Situation, die Buhrufe vor der Staatssicherheit, ja? Das war am 23. Oktober. Also ich habe um das Gebäude immer einen Bogen gemacht und selbst bei der Demo noch. Ne? Also, ich war the title of this installation is I Vote, I Build. So behind this title, this is the idea that the citizens are building their own society by voting or acting as a citizen. So that's why we see all the envelope for voting, and we also show what a dictatorial system is by shutting down all opinion, all freedom of speech. But in the end, the people and the citizens said no peacefully to that and build their own society, their own city, their country and Europe by voting and acting as citizens. Es war die Idee, ein gemeinsames Projekt für alle Kirchen am Ring zu machen, also für die drei, die Reformierte, die Thomaskirche und für die St. Trinitatis, die neue. Die Metapher des Anbrandens, Überfließens, immer mehr werdens, wie der süße Brei, die Gassen füllend, quasi, das steckt alles da drin. Und deshalb diese Wasserfälle, die aus den Kirchen dringen und sich in die Straße ergießen. Der Hintergrund ist das ambivalente Verhältnis zu dem Spruch, wir sind das Volk. So, also es gibt ja den positiven Moment dabei, wie der 89 war, wo eben 70.000 da waren, wären es weniger gewesen, wäre die Sache ja anders ausgegangen. Überwachung, beobachten, beobachtet werden. Wie hat sich Überwachung verändert? Wie haben wir selbst daran teil? Wie überwachen, bewachen, beobachten wir uns gegenseitig? Wir sammeln Daten, konsumieren Daten. Was produzieren diese Kameras, die da sind, oder die 24 Stunden am Tag Bilder generieren? Was produzieren die für Bilder? Wie sehen die aus? Kann man da zugreifen? Was hat das für einen künstlerischen Wert, diese Live-Bilder? Leipzig seems to be a very, very peaceful city and very, very nice city. Yeah. We have seen marvelous building. Of course, the Neue Rathaus is a very fine building. But the whole city is, yeah, it's very, very nice to be here. We really enjoy to be here. If we compare to Lyon, for the Light Festival of Lyon, a lot of people are happy, they sing, they dance. And here, every people is very peace. They
we can see the remembers for the revolution of Pacific Revolution. Sorry. Ich kann es jetzt nur im Unterschied sagen, dass ich sage, dieses Licht, das ist für mich wirklich was wo es über so ein Bratwurst-Bierbudenstand, das ist nicht vergleichbar. Es ist eine sehr ruhige Stimmung, aber auch eine freudige Stimmung und eine Bedenken. Also ich habe das Gefühl, die Leute versuchen noch mal irgendwo tatsächlich in eine Erinnerung reinzugehen. Ich finde die Bedeutung des Lichtfestes einen sehr entscheidenden und innovativen Beitrag, gerade zur Diskussion des Gedenkens. Wir haben ja in Leipzig das Verfahren zum Einheitsdenkmal gerade auf Eis gelegt. Und demgegenüber ist das Lichtfest, wo man sich aktiv einbringen kann, aus meiner Sicht ein viel überzeugenderer Beitrag zum Gedenken, indem man auch das Atmosphärische von damals durch die Projektionen, also visuell oder durch den Stadtfunk, akustisch auch noch erspüren kann, dass Impressionen von damals wieder aufblitzen. Und das ist also aus meiner Sicht wirklich viel mehr wert. Ich finde, es war ein sehr würdiges Fest und finde das auch gut in der Art und Weise, wie es begangen wird. Das ist ja entscheidend dafür, also auch, ob man als Künstler da mitarbeiten möchte oder nicht. Ich denke, es ist sehr würdevoll, wenn es in diesem Rahmen bleibt. Könnte ich mir vorstellen, das Lichtfest noch ein paar Mal zu sehen. Und ich finde es eben gut, dass es keinen Volksfestcharakter hat und eben die Bratwurststände außen vor bleiben. Und klar, bringt immer mal jemand ein Bier mit, aber das ist auch okay. Und es ist doch ein besinnlicher, stiller Abend. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es für die Leute aus vielerlei Gründen ein ganz wichtiger Anlass ist, nach Leipzig zu kommen oder für die Leipziger auch wieder in die Stadt zu gehen. Und das durchaus auch kritisch zu begleiten, aber das für sich unter die Füße zu nehmen. Ne? Also wirklich diese Stadt auch, das ist auch eine Form von Reconquista, oder? Also man erobert sich den Stadtraum in gewisser Weise auch so zurück. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Es ist eine grundsätzliche Frage für mich auch, die ich mir selber stelle als Künstler. Wie schafft man es, Historie weiterzugeben an eine neue Generation, eine junge Generation, die mit dieser Geschichte nichts haben? Und meine Company hat 21 Nationalitäten. Wir sind 38 Tänzer. Da kann man sich vorstellen, jeder kommt mit seiner eigenen Kultur, mit seiner eigenen Historie hierher. Da sind einige Länder dabei, die ähnliche Geschichte durchhaben oder gerade noch dabei sind, auch eine ähnliche Geschichte zu erleben. Und für mich ist dabei wichtig, dass diese jungen Menschen, die hierher kommen, diese Historie, die Leipzig hat, diese Geschichte, die Leipzig mitbringt, zu ihrem wird. Also die Suche nach Heimat, die große Frage, was ist Heimat? Was ich heute vermisse, 25 Jahre später, ist in anderen Ländern, wo Demokratie so zur Disposition steht, dass sich Menschen wieder dafür einsetzen und sagen, ich stehe zu dieser Idee und setze mich sozusagen mit meiner Existenz dafür ein. Das reicht nicht, auf Facebook einen Klick zu machen, zu sagen, I like. Das ist zu wenig. Oder mal zu sagen, naja, ich gehe mal zur Wahl. Auch das hat ja so stark abgenommen, dass man das ja auch das heute auch schon vielfach gehört hat. Dafür haben wir gekämpft. Leute gehen noch nicht mal mehr zur Wahl. Also das sind schon kritische Punkte. Und wir müssen von Deutschland als Impuls auf andere europäische Länder gucken. Wir müssen den Ungarn helfen, wieder den Weg in die Demokratie zu finden. Wir müssen den Dänen sagen, dass ihre Fremdenfeindlichkeit ein Problem ist. Wir müssen den Niederländern sagen, dass sie eigentlich für uns immer sowas wie so eine liberalisierte Gesellschaftsform reklamiert haben. Warum geben sie das gerade auf? Warum gehen Sie heute hier mit, obwohl Sie es als Kind nur erlebt haben? Weil ich mich daran trotzdem noch erinnern kann und ich das gut finde, dass die Eltern das gemacht haben und dass alles so geworden ist, wie es jetzt ist, weil wir sonst nicht die Freiheit als junge Menschen hätten, die wir jetzt haben. Was ist schon gut, wenn wir hier sind, darauf hinweisen und das nicht in Vergessenheit gerät. Gucken sich die Welt an. Wir sehen ja jetzt im Fernsehen, was Freiheit für viele Menschen bedeutet. Und in unserer Wohlstandsgesellschaft sind wir uns dessen nicht bewusst, weil alles so Selbstverständlichkeit ist. Und insofern ist schon wichtig, daran zu erinnern, dass auch hier
nicht jeder tun konnte, was er wollte. Ich denke, es ist sehr wichtig, gerade dass man den nächsten Generationen auch davon irgendwie berichten kann. Und solche Feste oder solche Anlässe sind eine super Möglichkeit, um das einfach den Jüngeren praktisch so ja, nahezubringen, wie es halt damals war. Also es ist schon emotional sehr ergreifend. Und ich denke, es hat das Leben doch maßgeblich beeinflusst, sodass man nach 25 Jahren ganz einfach das Gefühl hat, heute an dem Tag hier sein zu müssen. Aber dass das Erinnern sehr wichtig ist, das finde ich schon in Ordnung. Und ich war wirklich auch jetzt erstaunt, dass wieder so viele Menschen da waren. Man hätte ja auch nach so vielen Jahren sagen können, ja, jetzt reicht's aber, ne? Es ist eine sehr positive, eine sehr friedliche Stimmung so. Also ich fand vor allem den Gottesdienst sehr angenehm, der sehr besinnlich war und in einer sehr getragenen Stimmung. Am beeindruckendsten fand ich eigentlich bei den Reden eben die von dem katholischen Priester aus Budapest, der eben damals Flüchtlinge aufgenommen hat und versorgt hat mit Essen, also was ganz Basales, Praktisches, Lebenswichtiges so. Und ihn reden zu hören, auch auf Deutsch, das war sehr beeindruckend gerade. Auch, dass es für ihn den meisten Applaus gab, für denjenigen, ja, der Menschen geholfen hat, der Flüchtlingen geholfen hat, wo man sehen kann, dass es auch heute noch ein Anliegen, was den Menschen wichtig ist. Es ist schon beeindruckend, was mich freut, dass viele Leute da sind und das auch wahrnehmen, was da gewesen ist, dass das Interesse da ist. Manchmal finde ich aber, dass diese Kreativität, die vom Volk ausgeht, dass man das durchaus noch ein bisschen stärker betonen darf. Wenn man heute die Reaktionen auf den NSA-Skandal sieht, hat man ja immer das Gefühl, die Menschen sind müde und es interessiert sie eigentlich gar nicht, ihre Bürgerrechte. Und hier zu sehen, wie viele Menschen auf die Straße gehen, um gegen das einschneidende Recht noch mal nachträglich zu protestieren, das ist schon bewegend. Und ich finde, das sollte man auch als Signal in diese Richtung sehen.